بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zunächst erst einmal, bevor wir heute beginnen, inshallah ta'ala, zwei Dinge, die mich heute sehr erfreut haben. Das erste ist, dass wir eine neue Schwester unter uns haben. Ich weiß nicht, ob sie noch da ist. Ja, sie ist noch da. Unsere Schwester, wenn ich es richtig jetzt in Erinnerung habe, Alice. Oder ich hoffe, oder ich habe, den Namen habe ich jetzt wieder vergessen. Verzeih bitte, Schwester. Aber wir haben auf jeden Fall eine neue Schwester, die Alhamdulillah gerade den Islam angenommen hat vor dem Unterricht. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sie und uns festigt auf diesem Weg. Und Alhamdulillah, sie hat den Weg der Wahrheit gefunden. Sie hat selbst gesagt, dass sie vorher Atheistin war, nicht zwar glaubte, dass es irgendetwas Höheres gibt, aber jetzt Alhamdulillah Allah gefunden hat. Deswegen nochmal herzlichen Glückwunsch, geehrte Schwester. Das Zweite, was mich heute sehr erfreut hat, ist ein Bruder. Ich glaube, der ist auch gerade noch hier. Ich weiß nicht, ob er hier ist oder gegangen ist. Ich sehe ihn zumindest nicht. Umso besser. Ach doch, da. Und zwar, Alhamdulillah, der ganz am Anfang, als wir die Sitzung hier begonnen hatten, vor, ich glaube, das ist jetzt schon fast, ich weiß, wie lange gibt es das ICTB schon? 20 Jahre? Ja, fast 20 Jahre. Ja, subhanallah, wie schnell die Zeit vergeht. Unglaublich, also vor fast zwei Jahrzehnten hier noch in der Sitzung war, als die Sitzung noch sehr klein war, wo wir nur Brüder waren und dann auch eine Zeit lang nicht gekommen ist und meinte gerade zu mir vor dem Unterricht, yani, dass Alhamdulillah diese Unterrichte, an denen er beteiligt war, als noch relativ junger Mensch, aber noch Kind gewesen, dass sie ihm immer wieder auch in seinem Leben geholfen haben, am Pfad festzuhalten. Und das erfreut mich sehr, weil das ist auch der Sinn und Zweck dieser Unterrichte. Diese Unterrichte sind dazu da, nicht um einen Imam auszubilden oder tief in die, sage ich mal, sehr tief in die Thematik zu gehen. Es geht hier um Grundlagen, um Grundlagen. Und derjenige, der dann wirklich sich tiefer mit dieser Thematik auseinandersetzen möchte, der kommt nicht drum herum, dann bei Gelehrten wirklich zu studieren oder an einer Universität zu studieren. Und Alhamdulillah, wir haben ja auch schon einige, die das gemacht haben. Beste Beispiel unser Sheikh Mohammed Natar, der Alhamdulillah jetzt auch ausgebildet ist, Alhamdulillah, nachdem er, ich glaube, fast sechs Jahre mittlerweile im Ausland dann auch studiert hat. Und auch einige andere, wie unser Bruder Wural, der gerade auch jetzt in den USA ein Studium angefangen hat und dort auch als Lehrer arbeitet. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Unser Bruder Byron, der auch hier in dieser Sitzung begonnen hat, subhanallah, ganz am Anfang dabei war, noch als kleiner Junge, der war 13 Jahre alt, gerade zum Islam konvertiert und dann das IJB gegründet hat mit unserem Bruder Osama Duais, der jetzt auch irgendwo in der Weltgeschichte herumreist und Alhamdulillah, die das Ganze auch aufgebaut haben und dann auch an die nächste Generation vererbt haben. Und viele andere, mashallah, viele andere, die dann auch wirklich also, was gegeben haben und nicht nur im Unterricht, ja, Bruder Mustafa und andere, Bruder Ali, Stewi und viele andere, Alhamdulillah, die schon lange dabei sind. Und ich hoffe, ich habe jetzt keinen Namen vergessen, von denen, die jetzt schon von Anfang an dabei waren. Ich glaube, Abdurrahman, du warst noch sehr klein gewesen zu dem Zeitpunkt, aber trotzdem, du warst auch zu denjenigen, Alhamdulillah. Und das ist das, worum es geht am Ende. Jeder wird seinen Weg gehen am Ende, subhanallah. Jeder wird dann irgendwann mal anfangen zu arbeiten, Kinder zu bekommen, Familie zu gründen. Das ist ganz normal. Das gehört zum Lauf des Lebens. Man wird nicht sein Leben lang immer an einem Unterricht teilnehmen können. Das ist schwierig. Ja, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, ja, dass man einfach vielleicht über einige Jahre hinweg was mitnimmt für sein Leben. Und wenn das geschehen ist, wenn die Menschen das mitgenommen haben und dann vielleicht in bestimmten Situationen sich an eine Sache erinnern, ah, das habe ich gelernt. Oh, subhanallah, ja, hier habe ich was über Taqwa gehört. Hier sollte ich mal vielleicht mich davon distanzieren. Und ich erinnere mich hier an die Worte des Sheikhs, was er gesagt hat und subhanallah, das hat mich geprägt und deswegen mache ich diese Sache nicht, weil ich weiß, dass es falsch ist. Wenn das der Fall ist, alhamdulillah, hat man sehr, sehr viel erreicht. Da hat man, bifadlillahi azza wa jal, sehr, sehr viel erreicht. Und das sind so zwei Dinge, die mich wirklich sehr erfreut haben, alhamdulillah. Und ja,
Lasst uns jetzt inshallah ta'ala mit unserer eigentlichen Thematik beginnen. Und zwar mit unserer Reihe zum Tafsir. Und wir hatten letzte Woche angefangen, über die Sura At-Tahrim zu sprechen. Über die Sura At-Tahrim zu sprechen. Und vielleicht nochmal, damit wir uns das kurz ins Gedächtnis rufen, inshallah. Sura At-Tahrim ist die Sura Nummer 66 des Koran. Ist die letzte Sura im 28. Juz. Von hinten gesehen der dritte Juz, also der dritte Juz, den wir jetzt behandeln. Und es ist eine Sura, die nach der Mehrheit der Gelehrten und der Ansicht der Mehrheit der Gelehrten eine rein medinensische Sura ist. Sie besteht aus 12 Versen, aber teilweise etwas längeren Versen, deswegen ist sie auch fast zwei Seiten lang im Mushaf. Und es ist eine Sura, in der Allah subhanahu wa ta'ala insbesondere über die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam spricht. In dieser Sura geht es sehr stark auch um Frauen, um Ehegattinnen und die Verantwortung auch eines Familienvaters oder grundsätzlich einer Person, die eine Familie hat, gegenüber ihrer Familie. Und das Ganze beginnt, wir hatten letzte Woche schon darüber gesprochen, aber das ist nochmal eine kurze Zusammenfassung, damit, dass Allah subhanahu wa ta'ala zunächst erst einmal unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam darauf aufmerksam macht, dass er sich nicht bestimmte Dinge verbieten soll, die Allah ta'ala eigentlich erlaubt hat. Und wir haben auch darüber gesprochen gehabt, was der Offenbarungsanlass für diese Sura, für diese Ayah ist, für diese ersten beiden Ayat. Und zwar, weiß das noch jemand? Was war der Offenbarungsanlass gewesen für die Ayah? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi marbata azwajik wallahu ghafurur rahim. O Prophet, warum erklärst du für verboten, was Allah dir erlaubt hat, im Streben danach, deinen Gattinnen zu gefallen? Gott ist voller Vergebung und Barmherzigkeit. Was war nochmal der Offenbarungsanlass gewesen? Oder bevor wir darauf zu sprechen kommen, noch ganz kurz zum Überblick der Sura. Also Allah Ta'ala, er spricht erst einmal im ersten Abschnitt, den ersten vier Versen oder den ersten fünf Versen, spricht Allah Ta'ala über die Beziehung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu seinen Ehefrauen und spricht auch die Ehefrauen direkt an, wie wir gleich noch sehen werden, inshallah. Dann geht es allgemein um die Verantwortung eines Familienvaters gegenüber seiner Familie. Und dann am Ende bringt uns Allah subhanahu wa ta'ala Beispiele, Gleichnisse von gläubigen Ehefrauen und ungläubigen Ehefrauen, womit die Sura abgeschlossen wird. Und was war jetzt nochmal dieser Offenbarungsanlass gewesen? Könnt ihr euch erinnern? Warum hat Allah Ta'ala hier das so offenbart? Was hat sich denn der Prophet aus dem Selbst verboten? Ja, bitte. Ja, hm? Du, genau. Honig zu essen. Genau, Honig zu essen. Warum aber? Er hatte keinen schlechten Mundkurs, aber sie haben sich gegen ihn sozusagen dann verschworen. Absolut richtig. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er war bei seiner Frau Zainab bint Jahsch gewesen. In einigen Überlieferungen, das hatte ich letztes Mal nicht erwähnt gehabt, wird auch gesagt, es war Sauda gewesen, seine Frau Sauda bint Sam'a. Aber die meisten authentischen Überlieferungen gehen davon aus, dass es Zainab bint Jahsch gewesen war. Und sie hat immer wieder, wenn er bei ihr war, dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam Honig gegeben zum Essen. Und wie es üblich ist, dann sage ich mal, unter vielleicht dann Nebenbuhlerinnen, das heißt mehrere Frauen, ja, die verheiratet sind mit einem Mann, dass es dann auch zur Eifersucht kommen kann. Woraufhin dann Hafsa und Aisha radiallahu anhuma sich abgesprochen haben, dass jedes Mal, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von Zainab kommt, dass sie sagen sollen, du hast einen komischen Geruch, nämlich Marafir. Marafir ist so eine Pflanze, die so ein bisschen harzig ist und einen sehr, sehr üblen Mundgeruch verursacht. Ich weiß nicht genau, was es auf Deutsch ist, ehrlich gesagt. Und der Prophet sallallahu alaihi wunderte sich. Er war bei Hafsa gewesen. Ich habe aber nur Honig gegessen. Dann war er bei Aisha gewesen. Ich habe nur Honig gegessen. Wie kann das sein? Woraufhin er dann zu Hafsa im Geheimen sagte, schau mal, ich werde nie wieder Honig essen, aber erzähl das niemandem. Gut. Das ist der Offenbarungsgrund. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala dann gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam seinen
Eid, den er gemacht hat, auflösen soll. قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ Gott hat für euch festgelegt, wie eure Eide zu lösen sind. Und Gott ist euer Schutzherr und er ist der, der Bescheid weiß und weise ist. Nochmal zur Wiederholung. Wie sühne ich einen Eid? Wie löse ich einen Eid auf? Ich habe geschworen und ich habe die Unwahrheit gesagt. Oder ich habe geschworen, etwas nicht zu tun, aber ich möchte es jetzt tun. Wie löse ich das auf? Das letzte Woche erzählt gehabt und gesagt gehabt, bitte. Also man kann halt entweder speisen, also 10 Speisen an Arme geben, oder halt einen Arm halt teilen. Ja, einen Arm? Also 10 Arme speisen oder 10 Arme kleiden. Oder halt einen Sklaven. Oder einen Sklaven befreien. Man kann sich eine dieser drei Dinge aussuchen. Sklaven gibt es heute nicht mehr, also bleibt noch was übrig? 10 Arme speisen oder 10 Arme kleiden. Erst wenn man dazu nicht in der Lage ist, ganz wichtig, merkt euch das bitte, dann kann man als Ausgleich dafür 3 Tage, oder was heißt man kann, dann muss man als Ausgleich dafür 3 Tage fasten. Tamam? Weil viele denken, ich kann direkt fasten. Nein, ich muss erst einmal schauen, ob ich speisen kann oder ob ich kleiden kann. Und dann, im Nachhinein, wenn ich das nicht kann, kann ich als Ausgleich dafür was? 3 Tage fasten. Tamam. Wir haben gesagt, heute inshallah ta'ala wollen wir auf die nächsten Ayat eingehen, aber auch gleichzeitig auf eine Überlieferung, welche immer wieder in den Tafsir-Büchern, in den Büchern der Koran-Exegese erwähnt wird, die für ein wenig Verwirrung gesorgt hat, gerade in unserer heutigen Zeit, wo wir uns bestimmte gesellschaftliche Zustände nicht mehr vorstellen können, insbesondere wenn es um Sklaven geht und um das Halten von Sklavinnen und Sklavinnen. Gerade auch, wenn es um die Beziehung eines Sklavenhalters gegenüber einer Sklavin, also des Herrn gegenüber einer Sklavin geht, wenn es eine intime Beziehung ist. Da gibt es dann immer viel Wirrwarr und viele verstehen das nicht. Und es gibt diesbezüglich eine Überlieferung. Wir werden uns diese Überlieferung kurz anschauen, nur ganz kurz inshallah ta'ala inhaltlich, und dann darauf eingehen, was sagen eigentlich die Hadith-Gelehrten bezüglich dieser Überlieferung. Ist sie eigentlich authentisch oder ist sie nicht authentisch? Weil wenn sie nicht authentisch ist, erübrigt sich es ohnehin, sich damit zu beschäftigen. Sollte sie authentisch sein, dann müssten wir uns natürlich näher mit der Erklärung dieser Überlieferung beschäftigen. Und zwar haben wir gesagt gehabt, das mit dem Honig, das ist absolut authentisch überliefert. Und das ist auch das, was die meisten Gelehrten sagen. Es wird jetzt aber überliefert, in einigen Überlieferungen, dass der Grund für diese Ayat nicht der Honig war, sondern dass der Grund für die Herabsendung dieser Ayat etwas ganz anderes gewesen war. Und zwar hat ja der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Maria al-Qibtiyya als Sklavin geschenkt bekommen. Maria al-Qibtiyya als Sklavin geschenkt bekommen. Und er hat sogar von ihr ein Kind geschenkt. Also sozusagen bekommen. Und zwar, wie hieß dieses Kind, was er bekam? Von Maria al-Qibtiyya? Ibrahim. Richtig, korrekt, sehr gut. Es gibt Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie dann freigelassen hat und geheiratet hat oder ob er sie sozusagen dann bei sich hatte, aber als Sklaven. Und es soll jetzt Folgendes geschehen sein, wie es aus einigen Überlieferungen hervorgeht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam an dem Tag, wo Hafsa, die Tochter von Umar ibn Khattab, bei ihrem Vater gewesen war, weil der Prophet so ohnehin nicht bei ihr war, dass er dann Beischlaf mit Maria al-Qibtiyya im Haus von Hafsa gehabt haben soll. Sie aber dann nach Hause kam, ohne dass der Prophet es wusste, und dann den Propheten sallallahu alaihi wasallam gemeinsam mit Maria al-Qibtiyya sah in diesem Haus. Diese Überlieferung wird sehr, sehr häufig genutzt, um zu sagen, guckt mal, was ihr für einen Propheten habt. Ja. Dann hat er dann sozusagen hier Beischlaf mit seiner Sklavin im Haus von Hafsa und sie war gekränkt gewesen, woraufhin dann der Prophet draußen gesagt haben soll, bei Allah, ich werde mich Maria dir nie wieder nähern. Aber behalt das für dich, was sie aber nicht getan haben soll und das dann Aisha erzählt haben soll, woraufhin dann Allah subhanahu wa ta'ala ihn darüber in Kenntnis gesetzt haben soll. Und dass diese ganzen Ayat, über die wir gerade gesprochen haben, nämlich genau darauf beziehen. Wollen wir uns einfach mal anschauen, was sagen eigentlich die Hadith-Gelehrten über diesen Hadith? Und da werden wir sehen, subhanallah, dass die Antwort eigentlich relativ klar ist. Und wir uns eigentlich gar nicht mehr mit dieser Überlieferung beschäftigen brauchen, zumal auch im Herzen etwas ist, selbst wenn wir sagen, es ist zur damaligen Zeit normal gewesen, es bleibt im Herzen etwas übrig, zumindest aus unserer heutigen Perspektive.
aus unserer heutigen Perspektive bleibt im Herzen etwas. Gerade auch vielleicht, Frauen können das dann vielleicht besser nachvollziehen, als Männer das nachvollziehen können. Ja, man hat das Gefühl, okay, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat die Wohnung von Hafsa missbraucht. So kommt das rüber und so kommt das an bei vielen. Und das wird sehr, sehr gerne verwendet von Missionaren, um das Bild unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verzerren. Und guck mal, was wir für einen Propheten haben. Ich lese gerade die Bibel, ja, komplett ist gerade, ja, als Hörbuch. Hörbuch ist mal gut, ja, hat man viel Zeit im Auto. Ja. Und ich bin noch relativ am Anfang, aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich das lese, also, sage ich, ist unglaublich, unglaublich. Man liest doch Geschichten, wenn ich sie an die Öffentlichkeit bringen würde, wäre das ein Skandal. Wäre das ein Skandal. Allein heute habe ich die Geschichte von Lot in der Bibel gelesen. Diesen Propheten, edlen Propheten, bevor wir jetzt weitermachen mit dieser Sache. Und da wird wirklich gesagt, ja, dass Lot, der Prophet Lot, nachdem er Sodom verlassen hat und Gomorra, musste er sich irgendwie auf einen Berg zurückziehen, in einer Stadt oder auf einem Berg, mit seinen beiden Töchtern. Und seine beiden Töchter, sie sagten, es gibt keine Männer mehr und dementsprechend bleibt uns nichts anderes übrig, als dass wir uns von unserem Vater schwängern lassen. Und was haben sie getan? Sie haben ihrem Vater Wein gegeben, sodass er betrunken war, ein Prophet, und haben sich dann eine nach der anderen, jeder in einer Nacht zu ihm gelegt und sich schwängern lassen. Und daraus sollen dann zwei Völker entstanden sein. Irgendwie die Moabiter und dann noch ein anderes Volk. Wenn ich so etwas lese, dann sage ich, subhanallah, hat man wirklich recht, daran zu zweifeln, ist das wirklich das Wort Gottes oder ist das nicht das Wort Gottes? Ja, weil das widerspricht ganz klar einem Propheten. Eindeutig. In dieser Geschichte, selbst wenn sie authentisch wäre, könnte man immer noch sagen, okay, da gibt es dann vielleicht immer noch Interpretation, weil er hat ja an sich nichts Falsches gemacht, sallallahu alaihi, auch wenn das vielleicht aus Sicht einiger etwas verwerflich klingen mag. Aber schauen wir uns doch einfach mal an, weil das ist sehr wichtig, was eigentlich die Gelehrten, die Hadith-Gelehrten, die ja diese Hadithe untersuchen, eigentlich über diese Überlieferung sagen. Und zwar gibt es von dieser Überlieferung mehrere Versionen. Circa 21 Versionen. Ich guck mal genau, wie viele das hier sind, die untersucht wurden. Und zwar insgesamt 23 verschiedene Versionen. Jetzt könnte man denken, oh, 23 verschiedene Überlieferungen. Das heißt ja, das muss eine absolut authentische Überlieferung sein. Und die Sache ist die Gelehrten haben trotzdem gesagt, nein, diese Überlieferung ist nicht authentisch. Und zwar große Hadith-Gelehrte, nicht irgendwelche. Weil sie gesagt haben, all diese Überlieferungen, sie sind entweder was? Sie sind entweder überliefert worden von Leuten, die Lügner sind, oder sie sind sogenannte Mursal-Hadithe. Was ist ein Mursal-Hadith? Es ist immer wichtig, dass wir solche Begrifflichkeiten jeden Unterricht, so einen Begriff immer auch lernen. Was ist ein Mursal-Hadith? Hatten wir schon öfters mal gehabt, aber was ist ein Mursal-Hadith? Ein wichtiger Begriff in der Hadith-Wissenschaft. Was ist ein Mursal-Hadith? Und zwar ein Mursal-Hadith, weiß es jemand vielleicht, was ein Mursal-Hadith ist? Was? Ja, aber wo führt der Überlieferer? Ja, aber wo in der Silsila? Silsila ist eine ganze Kette. Wo in der Kette? Und zwar, der Sahabi fehlt. Wer fehlt? Der Sahabi fehlt. Das heißt, ein Tabiri, also jemand von der zweiten Generation, nicht von der ersten Generation, er sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt. Kann er das selbst bezeugt haben? Kann er nicht selbst bezeugt haben. Das heißt, es fehlt irgendjemand. Die Frage ist nur die, wer fehlt? Fehlt wirklich ein Sahabi? Oder fehlt vielleicht jemand ganz anderes? Und wir wissen nicht, wer dieses Zwischenglied ist. Und solange wir nicht wissen, wer dieses Zwischenglied ist, zwischen diesem Tabi'i und zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, müssen wir diesen Hadith erst einmal in Frage stellen. Es gibt einige Ausnahmen bei einigen großen Tabi'un, also großen Nachfolgern der Gefährten, wo man gesagt hat, okay, ihre Marasil, also ihre Mursal-Hadithe werden akzeptiert. Unter bestimmten Voraussetzungen. Aber grundsätzlich geht man erstmal davon aus, ein Mursal-Hadith ist ein Da'if-Hadith. Ist ein was? Ist ein schwacher Hadith. Das heißt, all diese 23 Überlieferungen, die in Bezug auf diese Geschichte überliefert werden, sind alles Überlieferungen, in denen entweder Lügner vorhanden sind, in der Überlieferungskette, in dem Isnad, merkt euch das Wort, Isnad, oder die Mursal sind, wo es eine Lücke gibt. Und dementsprechend haben große Hadith-Gelehrte diese Überlieferung komplett alle abgelehnt. Imam al-Nawawi, er sagt, ich mache es extra etwas genauer, ja, weil es wichtig ist, dass wir auch
wissen, wie wir auf solche Shubuhat, also auf solche Einwände gegen den Islam oder gegen den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, dann antworten können. Imam an-Nawawi sagt, die Geschichte von Maria, sie wird nicht überliefert in Bukhari und Muslim. Und sie wird nicht überliefert von einem authentischen Weg. Also ist sie dementsprechend was? Ist sie dementsprechend abzulehnen. Ibn Hajar al-Asqalani, ein großer Hadith-Gelehrter, er hat gesagt, al-Dhahabi, der ebenfalls ein großer Hadith-Gelehrter ist, hat diese Hadithe alle als batil eingestuft. Das heißt, als nicht authentisch eingestuft, abzulehnen. Ich könnte jetzt noch viele, viele weitere Zitate nennen, ja, von großen Hadith- und Tafsir-Gelehrten, welche diese Überlieferung komplett abgelehnt haben. Zumal es ja eine alternative Überlieferung gibt, die absolut authentisch ist. Und dementsprechend brauchen wir auf diese Überlieferung gar nicht mehr genauer einzugehen, ja, und wissen, diese Geschichte hat so nie stattgefunden. Jetzt könnte man sich fragen, warum verbreiten sich aber gerade solche Geschichten? Gut, ganz einfache Antwort. Wenn man mal beispielsweise auf die Internetseite der Bild geht. Welche Geschichten verkaufen sich am besten? Immer Bettgeschichten, oder? Ja, immer Bettgeschichten. Das sind die Geschichten, auf die die Leute klicken. Kriegst du Werbung, bezahlt alles. Und zur damaligen Zeit war es nicht anders gewesen. Wenn du willst, dass jemand deine Überlieferung sozusagen verbreitet, dann verbreite einfach solche Geschichten. So einfach ist die Sache. Das war damals genauso gewesen wie heute. Und deswegen, ja, ist es ganz normal, dass natürlich gerade solche Geschichten, wo es um Intimitäten geht, ja, von irgendeinem Herrscher, auch heute die ganze Regenbogenpresse, ja, was machen sie? Sie suchen immer, oh, der hat sich geschieden, der hat wieder eine neue Freundin, weiß ich nicht was, oder? Es geht immer darum, wen interessiert es? Aber es geht immer darum. Ja, der, wie heißt der, unser hier Finanzminister von der FDP? Was? Lindner hat geheiratet. Ja, die haben ihn belagert, mehrere Tage lang. Lass ihn doch heiraten, was ist euer Problem? Was geht euch das denn an? Ja, ob er heiratet, ob er nicht heiratet, mich interessiert. Ich will, dass er gute Politik macht. Ja, interessiert mich nicht, ob er heiratet oder nicht. Aber die Leute interessieren sich genau für solche Geschichten. Und wie ist es dann erst mit einem Propheten? Da interessiert man sich natürlich noch viel, viel mehr. Und dann entstehen Gerüchte und werden verbreitet etc. Aber diese Geschichte, ja, man riecht regelrecht, sie ist erfunden. Man riecht regelrecht, dass es sich hierbei um eine erfundene Geschichte handelt. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und kommen wir jetzt zurück, insha'Allah ta'ala, dann zu den Ayat. Achso, es gibt noch einen dritten Offenbarungsgrund, der hier erwähnt wird. In diesem Zusammenhang, der, ich habe da keine Überlieferung gefunden, aber der von einigen Mufassirun erwähnt wird, den ich mir durchaus vorstellen könnte, dass er vielleicht stimmt. Und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Aisha und Hafsa im Geheimen gesagt haben soll, dass ihre Väter die Nachfolger des Propheten sallallahu alaihi wa sallam werden. Und wer sind ihre Väter? Abu Bakr und Umar ibn Khattab radiallahu anhuma. Und er wollte nicht, dass das erzählt wird, aber sie haben es trotzdem weiter erzählt, woraufhin dann Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayat offenbart haben soll. Also wir haben jetzt hier drei Offenbarungsanlässe. Einen können wir komplett ausschließen, weil er nicht authentisch überliefert wird. Zwei bleiben. Ja, und der eine ist absolut authentisch überliefert, nämlich der mit dem Honig. Und bei dem anderen, weiß ich ehrlich nicht, habe ich keine vernünftigen Antworten gefunden darauf, ob es jetzt authentisch überliefert wird oder nicht. Aber könnte sein und wäre auch kein Widerspruch, weil die Geschichte ist ja auch wirklich so gewesen. Kommen wir jetzt zur Ayah Nummer 3, insha'Allah ta'ala. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala, und es geht immer noch um den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Nachdem Allah ta'ala jetzt dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam beigebracht hat, dass man seinen Eid auflösen muss. Gott hat für euch festgelegt, wie eure Eide zu lösen sind. Und Gott ist euer Schutzherr und er ist der, der Bescheid weiß und weise ist. Und jetzt geht es weiter. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. Als der Prophet einer seiner Gattinnen einige Worte im Geheimen anvertraute, und zwar Hafsa, radiallahu anha. Als sie dann mitteilte und Gott ihm darüber Auskunft gab, das heißt, sie, ja, hat dann Aisha davon erzählt. Und sie sollte das eigentlich nicht weitererzählen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, das dann auch offenbarte, dass sein Geheimnis weitergetragen wurde. Als sie dann mitteilte, diese Nachricht, diese Worte, und Gott ihm darüber Auskunft gab,
gab er einen Teil davon bekannt und überging einen anderen Teil. Das heißt, er erzählte ihr nicht alles. Er gab ihr nur einen Hinweis, schon mal, ich weiß, dass du mein Geheimnis weitergegeben hast. Und hat den Rest für sich behalten. Sallallahu alaihi wa sallam. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا. Als er ihr nun mitteilte, sagte sie, wer hat dir das kundgetan? Woraufhin unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam antwortete, er sagte, kundgetan hat es mir der, der Bescheid weiß und Kenntnis von allem hat. Subhanallah. Ich finde das sehr interessant, dass wegen so einer kleinen Sache, wegen Honig, was ja jetzt keine große Sache ist, Allah subhanahu wa ta'ala eine ganze Offenbarung herabgesandt hat. Eine Sure, welche wir bis zum jüngsten Tag lesen. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, gibt es irgendwas? Das sah so aus, als würdest du mir was sagen wollen. Als unser Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt sozusagen das mitbekommen hat, dass Hafsa radiallahu anha das Geheimnis des Propheten sallallahu alaihi wasallam weitergegeben hat, hat er sich gekränkt gefühlt. Er hat sich hintergangen gefühlt. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat dann diese Ayat herabgelassen, damit wir im Allgemeinen daraus lernen. Es geht nicht nur um den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es geht allgemein darum, dass wir auch als Muslime aus dieser Geschichte etwas lernen. Und was gehört zu den Lehren, die wir daraus entnehmen können für uns selbst? Und zwar eine der wichtigsten Lehren, die wir daraus nehmen können, obwohl es sich um so eine kleine Sache handelte, ist, dass es innerhalb der Ehe bestimmte Geheimnisse gibt, die man nicht hinaustragen sollte. Gerade innerhalb einer Ehe. Es kann sein, dass ich vielleicht meinem Freund etwas erzähle, er erzählt es weiter. Du erzählst deiner Freundin etwas, sie erzählt es weiter. Passiert. Ist nicht schön, weil es eine Amana ist. Soll man nicht machen. Aber wenn es um die Ehe geht, dann handelt es sich nochmal um einen ganz anderen Rahmen, schon ein fast heiliger Rahmen. Und da gehört es sich nicht, dass ich etwas, was meine Frau mir erzählt, im Geheimen, und mir anvertraut oder umgekehrt, mein Mann mir erzählt, intime Sachen, die niemanden etwas anzugehen haben, dass ich das einfach weitererzähle. Weder meiner Mutter, noch meinem Vater, noch meiner Freundin, noch meiner besten Freundin, noch meiner allerbesten Freundin. Sondern, ich habe das wirklich für ein Geheimnis zu wahren. Und das ist keine Kleinigkeit bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wisst ihr, liebe Geschwister, wie viele Ehen kaputt gehen, weil genau das geschieht? Ich habe erst gestern, vorgestern hatte ich einen Fall gehabt, subhanallah. Mutter mischt sich ein, ganze Ehe kaputt. Komplett. Warum? Weil die Tochter alles erzählt. Alles wird erzählt. Umgekehrt genauso. Ja? Der Sohn, der erzählt alles seiner Mama. Muttersöhnchen, erzählt ihr alles. Und sie mischt sich überall ein. Was geht das deiner Mutter an? Was geht das deinem Vater an? Warum erzählst du das überhaupt weiter? Das sind Geheimnisse, die niemand hören darf. Außer es gibt wirklich Probleme, ist eine andere Sache. Ja? Wenn es wirklich Probleme gibt, man braucht Hilfe, ist eine andere Sache. Aber grundsätzlich erst einmal. Das, was sich die Eheleute anvertrauen gegenseitig, sollte auch innerhalb der Ehe bleiben. Und nur zwischen diesen Personen bleiben und geht erst einmal niemandem etwas an. Und erst recht, wenn dein Mann oder deine Frau zu dir sagt, das ist ein Geheimnis. Das darfst du niemandem weitererzählen. Wie gekränkt muss man sich fühlen, wenn man dann im Nachhinein hört, es wurde weitererzählt. Eine sehr wichtige Lehre, die wir daraus ziehen können. Ebenfalls eine wichtige Lehre, die wir daraus ziehen können, ist die Stellung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war nicht nur Ehemann gewesen, er war auch Prophet gewesen. Und subhanallah, schaut man, wie Allah ta'ala unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam durch diese Offenbarung verteidigt. Wie er ihn verteidigt bis zum jüngsten Tag, sodass wir diese Ayah lesen. Wir werden gleich noch die nächste Ayah lesen. Wie Allah subhanahu wa ta'ala dann die Ehegattin des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und zwar Hafsa und Aisha radiallahu anhuma, ermahnt. Sie direkt ermahnt, und zwar sie beide, weil auch sie beide das gemacht haben. Das ist keine Kleinigkeit. Es ist der Gesandte Allahs, den Allah ta'ala auserwählt hat. Du hast nicht irgendjemanden geheiratet, sondern du hast die Ehre, als Frau den Gesandten Allahs, die Frau des Gesandten Allahs zu sein. Du bist eine Mutter der Gläubigen und dementsprechend musst du auch deiner Stellung gerecht werden. Und das ist so, subhanallah, was wir auch für uns lernen können. Umso höher deine Stellung in der Gesellschaft ist,
Sie wird niemals so hoch sein wie der Prophet, aber umso höher deine Stellung in der Gesellschaft ist, desto größer ist deine Verantwortung. Ob du willst oder nicht, du handelst nicht mehr nur für dich selbst, sondern alles, was du tust, wird mit deiner Stellung verbunden und mit deiner Stellung verglichen. Und deswegen müssen gerade Menschen in der Öffentlichkeit, gerade auch Muslime, die in der Öffentlichkeit stehen, besonders aufpassen. Gerade auch ein Scheich, ein Imam muss ganz genau darauf aufpassen, was sagt er überhaupt. Und hier kommen wir zu einem Thema, was vielleicht jetzt nicht direkt damit etwas zu tun hat, aber was man auf jeden Fall ansprechen muss in diesem Kontext. Es gibt manche, die gucken man sich auf TikTok, auf Dings an, die erzählen, was sie erzählen und die denken, ja irgendwie, weiß ich nicht, dass sie für ihre Worte nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Für das, was sie sagen. Sie sind sich nicht bewusst, dass sie jemand sind, die andere Menschen beeinflussen. Du bist ein Influencer, ob du es willst oder nicht. Ein muslimischer Influencer. Du kannst nicht einfach erzählen, sondern du trägst Verantwortung für jedes Wort, was aus deinem Mund kommt. Und jeden, den du mit diesem Wort beeinflusst, für ihn trägst du Verantwortung. Ob im Guten oder im Schlechten. Wenn im Guten, Alhamdulillah, wenn im Schlechten, dann ist das Wainul Lek. Wehe dir. Und stell dir mal vor, du beeinflusst Hunderte, Tausende, Abertausende Menschen im Schlechten. Und du bist dir dessen gar nicht bewusst. Du denkst auch, ich bin doch nur TikToker. Nicht mehr und nicht weniger. Ich mache doch nur ein paar so Videos nebenbei. Nein. Du machst nicht einfach nur ein paar Videos nebenbei. Sondern du beeinflusst mit deinen Worten viele Menschen. Und du wirst für jedes Wort zur Rechenschaft gezogen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam darüber in Kenntnis gesetzt hat, was seine Frau Hafsa getan hat und dass sie das Geheimnis des Propheten sallallahu alaihi wa sallam dann auch preisgegeben hat, spricht jetzt Allah ta'ala Hafsa da Aisha. Und zwar mit folgenden Worten. Und das muss natürlich sehr hart für sie gewesen sein. Allah ta'ala, er sagt, إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. تتوبا. Was ist das für eine Form im Arabischen? Ja, aber dual. Genau, für zwei Personen, genau. Das zweite Person sozusagen, ist die zweite Person Singular, aber für zwei Personen dual. إن تتوبا. Wenn ihr beide zu Gott umkehrt, فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا. Eure Herzen waren ja dem Gerede zugeneigt. وَإِنْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. Und wenn ihr einander gegen ihn Beistand leistet, also gegen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, so ist Gott sein Schutzherr und Gabriel, die Rechtschaffenden von den Gläubigen und außerdem die Engel, werden ihm Beistand leisten. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt hier den beiden Frauen auf, was sie eigentlich da für ein Vergehen begangen haben. Und er fordert sie zu was auf? Er fordert sie zu einer Taube auf. Dass sie zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren sollen, aufrichtig zurückkehren sollen, indem sie das wieder gut machen. Indem sie in ihren Herzen bereuen, weil Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt auf, ja, ihre Herzen waren ja dem Gerede zugeneigt. Mit anderen Worten, das, was ihr gemacht habt, ja, das war ein Fehler gewesen. Und dementsprechend müsst ihr bereuen und das wieder gut machen und zu Allah ta'ala zurückgehen. Wenn ihr das nicht tut, was wird dann sein? Dann seid euch sicher, Allah ta'ala und die Engel und Jibril alayhi salam und sogar die Gläubigen, sie werden alle an der Seite des Propheten sallallahu alaihi wa sallam stehen und sie werden ihn alle verteidigen. وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. Und außerdem die Engel werden ihm Beistand leisten. Das ist schon eine harte Ermahnung. Stellt euch mal vor, ihr bekommt solche Ayat zu hören und die sind auf euch bezogen. Das ist eine harte Ermahnung. Man könnte sagen, wegen einer Kleinigkeit. Ja, wegen einer Kleinigkeit. Aber es ist nicht in Wirklichkeit eine Kleinigkeit. Und hier nochmal ganz wichtig, Surat An-Nur, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hier über die Lügengeschichte und die Verleumdungsgeschichte gegen unsere Mutter Aisha. Und dann haben einige gesagt, die ja auch Aisha verleumdet haben, ihr kennt die Geschichte, als behauptet wurde, sie hätte, wal'iyazu billah, Zina begangen mit einem Mann mit dem Namen Safwan ibn Mu'attal und sie hätte mit ihm Zina begangen, das war alles nur ein Gerücht gewesen.
Und dann sagt Allah Ta'ala, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا, und ihr denkt, das ist eine Kleinigkeit. وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا, aber bei Allah ist eine gewaltige Sache. Und deswegen, manchmal denken wir, es ist doch nur eine Kleinigkeit, obwohl es bei Allah eine gewaltige Sache ist. Man könnte denken, es ist doch nur eine Kleinigkeit. Nein, bei Allah Ta'ala ist es eine große Sache. Und deswegen, bevor du etwas sagst, was vielleicht einen anderen Menschen kränken könnte, musst du dir erst einmal überlegen, okay, muss ich das wirklich sagen? Ist das jetzt wirklich gerechtfertigt oder nicht? Weil Allah Ta'ala, er wird dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Einmal war der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bei unserer Mutter Aisha im Haus gewesen. Und dann kam seine Ehefrau Safiya. Und Safiya war eine sehr kleine Frau gewesen, also von der Körperstatur. Groß bei Allah, aber klein von der Körperstatur. Und Aisha radiallahu anha, nachdem Safiya das Haus verließ, machte mit ihrer Hand so zum Propheten, also guck mal, wie klein sie ist, wollte sich über sie lustig machen. Was antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Könnte heute denken, ach doch, Kleinigkeit, kleiner Spaß, Spaß am Rande. Ich habe es ja nicht so gemeint. Ich wollte dich eigentlich nur zum Lachen bringen, aber eigentlich mag ich sie ja. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er sagte, bei Allah würde diese Geste, die du gerade gemacht hast, Tinte sein und ins Meer gegossen werden, dann hätte diese Tinte das gesamte Meer verfärbt. So gewaltig ist das, was du gesagt hast. Oder das, was du gemacht hast. Hat einfach nur so gemacht. Sie ist klein. Und stellt euch mal vor, subhanallah, wie oft wir über andere lästern, uns lustig machen, über andere, andere verspotten, etc. Möge Allah uns verzeihen. Es mag uns klein vorkommen, aber bei Allah Ta'ala ist es etwas Gewaltiges. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala hier die beiden Frauen anspricht, geht es noch weiter. Und das ist wahrscheinlich noch härter, was jetzt kommt. عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِيلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ. Möge sein Herr ihn, wenn er euch alle entlässt, also sich von euch allen scheiden lassen sollte, zum Tausch andere Gattinnen geben, die besser sind als ihr. Und dann, was sind ihre Eigenschaften? Muslimat. Sie sind gottergebene Frauen. Mu'minat, gläubige Frauen. Qanitat, demütige Frauen, demütig ergeben. Ta'ibat, bereit zur Taube. Also sie beginnen, machen immer wieder Taube, immer wieder bereuen sie. Abidat, sie sind Frauen, die Ibade, gottesdienstliche Handlungen vollziehen. Gott dienen. Sa'ihat, und umherziehen. Damit kann auch gemeint sein, dass sie viel fasten. Ja? Dass sie Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen dienen an jedem Ort. Thayyibatin wa abkara. Ob sie früher verheiratet waren oder Jungfrauen sind. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt auf, diese Stellung, o Gattin des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die ihr erlangt habt, ist keine selbstverständliche Stellung. Ihr müsst dankbar sein. Und ihr müsst dieser Stellung auch gerecht werden. Weil Allah Ta'ala, er kann euch jederzeit austauschen mit anderen Frauen, die noch viel besser sind, als ihr es jemals sein könntet. Wenn man diese erhält, jetzt hört euch mal denken, oh mein Gott, was war Aisha für eine Frau gewesen? Was war Hafsa für eine Frau gewesen? Nein, Alhamdulillah, sie war eine edle Frau. Und sie waren beide edle Frauen gewesen. Aber sie sind Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie sind Menschen. Und Allah Ta'ala, er tadelt sie so hart in diesen Ayat, um ihre besondere Stellung aufzuzeigen und sie nicht zu mindern. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt jetzt auch, wie schwierig es ist auch, für eine Frau diesen Anspruch gerecht zu werden, eine Frau des Propheten zu sein. Das ist keine einfache Angelegenheit. Und deswegen wird auch ein kleiner Fehler so hart dann auch von Allah subhanahu wa ta'ala durch diese Ayat hervorgehoben und so deutlich hervorgehoben, damit ihnen das noch einmal klar wird. Aber Aisha und Hafsa sind edle Frauen gewesen. Sie sind die Töchter von Abu Bakr und Umar gewesen. Allah Ta'ala, er hat Aisha freigesprochen von der Verleumdung und hat mehrere Ayat über sie herabgesandt. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat Aisha über alles geliebt. Hafsa radiallahu anha über alles geliebt, auch wenn er Aisha mehr geliebt hat. Das wusste sogar Umar ibn Khattab, der Vater von Aisha. Es waren also besondere Frauen gewesen, aber sie haben hier einen Fehler gemacht. Und das ist etwas ganz Natürliches, weil wir alle Menschen sind und wir machen alle Fehler. Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala das jetzt erwähnt hat, geht Allah ta'ala über zu den Gläubigen. Und zwar spricht er jetzt alle Gläubigen an.
Das werden wir aber heute nicht machen, sondern wir werden versuchen, insha'Allah ta'ala, jetzt diese Ayat bis zum Ende in der kommenden Woche dann komplett abzuhalten. Weil ich habe heute noch, insha'Allah ta'ala, ich habe es ja versprochen letztes Mal, drei Fragen, die ich noch beantworten muss. Und das dauert auch noch mal ein bisschen, insha'Allah ta'ala. Und deswegen möchte ich es erst einmal für heute mit dem Tafsir belassen. Wir haben heute diesen Abschnitt abgeschlossen. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Und werden dann übergehen, insha'Allah ta'ala, dann zum letzten Abschnitt dieser Sure und den versuchen nächste Woche komplett dann abzuhandeln. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.